Zum zweiten Mal wurden heuer 30 der hochbegehrten Plätze der Sommeruniversität Green Building Solutions vergeben. Das mehrwöchige Master-Level-Kurzstudienprogramm bietet eine weltweit führende Expertise zu den Themen nachhaltiges Bauen und Passivhausbauweise. Die Studenten kommen aus der ganzen Welt, von Australien über Frankreich bis hin zu Israel und waren bei der feierlichen Eröffnungszeremonie im Kuppelsaal der TU Wien natürlich alle anwesend. Für gewöhnlich studiert diese junge Dame hier in Aachen. Warum sie jetzt nach Wien gekommen ist, das hat einen ganz bestimmten Grund. Ich will bauen. Ich will für die Menschen bauen, für die Zukunft bauen, für die Umwelt bauen, so dass alle zufrieden sind. Damit ihre Wünsche in Erfüllung gehen, nimmt die gebürtige Aserbaidschanerin an der Sommeruniversität Green Building Solutions teil. Günter Jedlitschka von der ÖAD Wohnraumverwaltung hat das Master-Level-Kurzstudienprogramm ins Leben gerufen. Bei dieser Sommeruniversität lernen die Studierenden innerhalb von 3 Wochen alles zum Thema Klimawandel, ökologisches Bauen, wie kann ich zukünftige Häuser bauen, die möglichst wenig Energie verbrauchen. Die sanfte Bauweise hat auch schon die Wirtschaft überzeugt. Ja, für uns als Bauträger sind Gebäude mit einem sehr niedrigen Energiebedarf, Wärmebedarf und ein energieeffizientes Gebäudemanagement sehr wichtig. Und zwar aus mehreren Gründen. Der eine Grund sind die geringeren Kosten, die geringeren Energiekosten für die Mieter. Und auf der anderen Seite wichtig ist natürlich, dass die Umweltbelastung entsprechend weniger ist, niedriger ist. 30 Studenten aus aller Welt nehmen an der Sommeruni teil. Einige haben es erst mit Unterstützung von UPC in den Kurs geschafft. Als zukunftsorientiertes Unternehmen haben wir uns gedacht, wie kann der Beitrag, den wir heute leisten, morgen bestmöglich umgesetzt werden, und so fiel die Wahl auf ein Stipendium an einen Studenten. Und aus der Wahl von 40 Kandidaten haben wir einige ausgesucht, die diesen Weg bestmöglichst unterstützen können. Ja, natürlich freue ich darüber. Das war eine große Unterstützung für mich. Und das hat, ohne das würde ich würde nicht, dass das, ich glaube nicht, dass das würde klappen bei mir. Ich glaube, jeder Schritt, der gemacht wird in Richtung auf Ausbildung junger Leute, damit sie dann einen Weg einschlagen, der zukunftsfähig ist, ist ein wichtiger Schritt. Und man weiß nie, wen man dabei hat. Vielleicht ist das ein zukünftiger, weiß nicht, UNO-Generalsekretär oder sonst was. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, dass man mit jungen Leuten arbeitet an Lösungen. Lösungen in Sachen Nachhaltigkeit, die findet man in Österreich ja bereits zuhauf, vor allem wenn es um den Bau von Passivhäusern geht. Warum holt man also internationale Studenten nach Wien? Zu der Idee kam es, da in Wien oder in Österreich extrem viel Know-how in diesem Bereich da ist. Wir selbst mittlerweile über 5 Passivhäuser verfügen. Und die Idee war einfach die, da ist so viel Know-how da, das sollte man in die ganze Welt, wie soll ich sagen, bringen. Und so ist das entstanden. Ich erwarte so die neuen Möglichkeiten, besonders im Bereich der Architektur, kennenzulernen. Und die Ideen von den anderen Stipendiaten auch mitbekommen und meine eigene teilen. Die Gelegenheit dazu, die bietet sich vor allem in der letzten Woche. Die letzte Woche gibt es einen Workshop in der Seestadt Aspern, also in dem neuen Stadtentwicklungsgebiet von Wien, wo wir auch ein Studentenheim bauen wollen, vielleicht das erste Null-Energie-Studentenheim. Und wer weiß, vielleicht wird diese junge Dame ja die Architektin sein.